Salviete de Scipuli. Hier ist Juno und heute werde ich euch die Temporalsätze, die mit cum eingeleitet werden, näher erklären. Besonders werden wir uns im Folgenden mit dem sogenannten cum iterativum plus Indikativ beschäftigen. Als Vorwissen solltet ihr die Unterteilung in Haupt- und Nebensätze bereits kennen. Außerdem ist es wichtig, den Unterschied zwischen Indikativ, also der Wirklichkeitsform, und dem Konjunktiv, der Möglichkeitsform, im Lateinischen zu kennen. Zum Beispiel im Präsensindikativ laudat, er lobt, und im Konjunktiv laudet, er möge loben. Oder im Imperfekt, dort lautet der Indikativ laudabant, sie lobten, und im Konjunktiv laudarent, sie würden loben. In diesem Video möchte ich zuerst die Frage klären, was sind Nebensätze? Im zweiten Punkt gehe ich dann näher auf die Definition von Temporalsätzen ein. In Punkt 3 kläre ich dann die verschiedenen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com